Fabio Wiedmer. Fabio Wiedmer. Fabio Wiedmer. Ganz wichtig, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen. Homeoffice, Digga. Fabio ja eine absolute Legende, Leute. Denn Fabio ja ähnlich wie ich auch. Das muss man natürlich auch an der Stelle nochmal sagen. Uns connectet ja was. Und zwar die Red Bull-Partnerschaft. Und hoffentlich dann irgendwann auch mal der anstehende gemeinsame Videodreh, wenn Corona und so weiter und so fort alles vorbei ist. Und wir die Möglichkeit haben, gemeinsam irgendwie was zu machen. Ich hätte unglaublich Bock, dass du mir, Fabio, weiß ich nicht, Mountainbiking, Downhill, Trickbiking, ich weiß nicht genau, wie es heißt, beibringst. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Jetzt schauen wir an der Stelle einfach mal rein. Let's go. Österreich stellt um auf Notbetrieb. Ab Montag gelten im ganzen Land Ausgangsbeschränkungen. Crazy nice house. Die Österreicherinnen und Österreicher werden aufgefordert, sich selbst zu isolieren. Das bedeutet, soziale Kontakte ausschließlich mit jenen Menschen zu pflegen, mit denen sie auch zusammenleben. Feier ich, Digga. Feier ich sehr. Jetzt heißt es für Fabio erstmal Homeoffice. Da bin ich mal gespannt, wie er das umsetzt. Außerdem gilt ein striktes Versammlungsverbot. I got myself into a little situation. Der Ehrenbruder hat einen Iohawk stark. Ja, yeah, das sind eine Menge Zweiräder. Geht mir gut rein, finde ich nice. Er macht einen auf Autogrammstunde zu Hause. Damn, hat der zu Hause ein Parcours gebaut. Yo guys, can you help me real quick? Sure. Oh mein Gott, nein, wie geil. Yo! Krass. Digga, einfach nur krank. Muss man mal überlegen, einfach das einfach noch zu bauen und dann noch komplett zu rocken. Komplett verrückt, wirklich. Echt ein geiles Haus tatsächlich auch. Gefällt mir vom Stil her, so ein ganz minimalistisch, ganz schön. Das ist so geil, wenn man halt so jemand ist, man kann ja auch gar nicht anders. Man muss ja irgendwas machen, man muss ja trotzdem seiner Passion weiterhin nachgehen, ne? Von daher ziemlich, ziemlich cool umgesetzt, ehrlich. Ausgang. Akani! Du kannst dich mit deinem Kopf nicht da drauflegen. Du stellst dir die Zeit um, Bro. Das geht so nicht. Das ist nicht in Ordnung. Oha! Geil! Sehr geil! Ehrenmann macht noch die Hausarbeit dabei. Oh. Geil, Mann! Fuck, Alter, ich hätte viel zu sagen, dass die Scheibe kaputt geht, ne? Allein da wieder rauszukommen im Fahrrad, Junge. Was zum Teufel, Mann. Diese Sprungkraft, das ist einfach nur insane. Wie kann man so ein Skill so sehr mastern, Alter? Das ist einfach nur crazy. Da war Wasser drin. Free now. I can't stop moving. I gotta get back into it now.
Wohnt er mit seinem ganzen Team zusammen? Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr, Junge. Junge, wie krass. Digga. Diese Balance, diese... Ey. Und jetzt aufs Skateboard wahrscheinlich, oder? Ist das so safe mit der Waschmaschine? Oh, wie crazy. Oh mein Gott, mit dem Fahrrad Saltos schlagen auf dem Trampolin. Traum. Krank, einfach nur krank. Oh nein, die arme Frau, lass sie doch in Ruhe meditieren und Yoga machen, Bro. Auch geil, dass er sie ja alles selber produziert hat davon, muss man ja auch mal an der Stelle sagen. Also wirklich auch echt stark. Und der hört ja nicht auf, der ist ja immer noch komplett kreativ und hat so viele Möglichkeiten, was der mit drei Paletten machen kann. Normalerweise müsste er ein Video machen, das ist irgendwie The Floor is Lava, so der Boden ist Lava-mäßig, wo er halt hingeht und versucht gar nicht den Boden zu berühren. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre komplett crazy. Hat er schon. Oh, er hat schon eins sogar schon gemacht. Ach krass. Geil, Alter, dass man die so abkoppeln kann, die Räder. Sehr, sehr stark, Bro. Wirklich größten Respekt, Alter. Ganz, ganz krass. Auf sowas hätte ich ja auch Bock, Alter. Hit me up. Ich will auch von deinem Haus springen auf Matratzen, Junge. Oder in deinem Pool. Nur nicht mit dem Fahrrad, weil da würde ich mir alles brechen. Aber ich hätte Bock. Auch wieder riesige Shoutout an das ganze Team von ihm, die das alles möglich gemacht haben. Geil. Scheiße, man, stell dir mal vor, du kriegst das Ding ins Auge. Das ist der Dr. Fabian Winkler. Nice. Und dann einfach auf einem Reifen. Das war ja laut! Das war total laut! Krank geil. Das ist halt auch krass, ne? Und dann im Baum hängen bleiben. Naja, gut, tut ja nicht weh. Let's go, Alter! Schau hier, echt? Ich kenne das bei jedem Dreh, wo man ernst bleiben muss, immer sowas. Soziale Kontakte ausschließlich. Crazy, Digga, wirklich. Crazy, crazy. Ich bin gerade nicht angemeldet. Das Like gibt's dann später an der Stelle. Baba. Baba-Video. Grüße geht raus von mir. An der Stelle. Super sympathischer und krass talentierter Guy.